Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Bald beginnt die PTR und so etwas Beta von dem Patch 2.1 oder so etwas. Und ich werde mal schauen, ob ich mitmache und euch dann zeige, wie die neuen Rifts oder so sind. Aber eben, bis jetzt ist noch keine Ankündigung gekommen, wann es soweit ist, aber wenn Blizzard bald sagt, dann muss es bald sein. Und ja, wir werden uns kurz mal umfärben. Also, die Hosen. Gut. Die Schuhe, sind die schwarz? Die müssten schwarz sein. Nö, jetzt sind sie schwarz. Die Handschuhe. Oh. Sieht interessant aus jetzt mit den schwarzen also. Es ist ja noch Silber, aber ein paar Sachen sind schon dunkel geworden. Und jetzt haben wir auch einen schwarzen Helm. Einen schwarzen Helm für den Drago. Kann man die Dinge Schulterplatten, ja? Ja! Gut. Das ist doch mal schon richtig gemacht. So, wir haben 30 Fragment, dann können wir aber zuerst noch mal kurz den Kauderwelschstein suchen. Nein, ist verfluchter Gletscher, also ist es nicht möglich in diesem Spiel. Dann gehen wir jetzt in den Rift. Und werden dann auch mal sagen wir, ja, Akt 1 wäre am wichtigsten. Und dann Akt 5 machen. Bei Akt 5 habe ich schon längere Zeit nicht mehr keine Kopfgeldaufträge gemacht. Vielleicht können wir dann haben wir dann eine Maltail Aufgabe töten. Seid ihr bereit? Dann beginnt. Jo. Also, das sind schon mal Schrottgegner. Mit ein paar Lecks, wir haben ganz am Anfang normal bei dem Server. So, leider leckt es manchmal bei den ersten paar Gegner. Jetzt ist alles leck weg. Nur weil jetzt kommt es wieder. Oh Gott. So, jetzt ist es wieder besser. Ja, jetzt ist gut. Und hier sind schon die nächsten. Na, Kornstaub noch gefunden. Zwei Gürtel. Okay, mal schauen, wie lange es geht, bis wir wieder ein Legendary finden. Und hoffentlich diesmal auch ein recht gutes. Und bald sind wir Stufe 60, Paragon. Nicht legen. So, ein Rubin. Ja, das habt ihr so gewünscht. Ich komm rein, bumm, tot. Dank der Heimsuchung von den Teilen machen wir kurz, also Einschlag, hohen Schaden. Das nicht wir. Eigentlich die Urne. Also diese da, Grabsteine. Und das hat die sie sofort getötet. Weil wir natürlich schon überlegen stark sind. Das hängt wahrscheinlich prozentual von unserem Schaden ab.
Da wir ja auf normal momentan spielen, macht das fett Damage. Gold. Ja, grüß euch. Blöder Waller. Hier ist nix. Das sind wieder zwei Wege. Ich gehe weiter so geradeaus. Und? Kommt das Level ab? Kommt das Level? Jetzt aber. So, die grotesken Champions. Töten. Yeah. Neues Paragon-Porträt. Jetzt haben wir ein ganz silberes. Dann kommt Gold wahrscheinlich. Und dann kommen meist so dunkle. Dunkelgold oder so. Ja, hier weiter natürlich. Flächenschaden ist jetzt wirklich, das fällt mir eigentlich fast nie auf. Nicht so gut. Oh, hat es eingeschlagen. Und eine Kette. Verwundbarkeit. Dann machen wir doch mal Akrat Champion an, damit wir den auch heute noch sehen. Ich brauche eine bessere Waffe, damit ich T1 easy machen kann. Das sind eigentlich die Sets. Eigentlich sollte ich die Sets langsam bekommen. Wenn die Blacktorns schon droppen kann, müsste die von vom Tempel Ding auch droppen. Kreuzritter. Okay, wir gehen aber noch nicht weiter. Hoppala. Ich möchte noch hier unten durch. Oh. Ach, viel Schwäche. Schade. Aber nicht gar nicht mal so viel, aber die Sockel fehlen. Und schon wieder gute Handschuhe. Aber natürlich habe ich keins. Ja, also eine Armbrust brauche ich nicht. Ein Königin schlecht. Und das war alles. Na toll.
Damit kann man Vasen zerstören. Durch die Mitte, bitte. Ja, mein Pförtchen. So, und was kommt jetzt? Aha, Zitadelle. Also den Kapelle. Was war das? Nix. Ja, hier ist auch nichts. Schein nehmen wir gerne mit. So. Welkmotten. Ah, ein Schrein. Und diese Kette kann man dran ziehen, oder was? Ja. Ein stechender Schwarm. Okay, nächste Ebene. War nicht so lang. Spinnendungeon. Haha. Mit Bats. Passt gut. Ah, diese Fallen überall. Da ist der Übeltäter. Aha, genau. Kommt ihr noch, genau. Haut ab. Oh, diese Ebene werde ich lieben. So viel Trash-Gegner und dann noch die Fett. Aua. Vielleicht ein bisschen weniger schlagen. Nicht genug Zorn. Perendi. Hab ich jetzt noch nie gehört. Außer vielleicht mal gehabt, das Boss, aber nicht gemerkt. Okay, schön. Ja, das könnten wir gebrauchen. Aber
Aber wo bleibt mein Legendary? Hä? Grüß Gottchen. Es kommt jetzt öfters vor, dass die Ding zweimal oder sogar noch mehrmals angezeigt werden. Das wird irgendwie also Diablo 3 nicht mehr checken, dass wir nur einmal angreifen. Und dann nehmen wir wiederholt. Oh, wir greifen ihn an, wir greifen ihn an und jetzt greifen wir wieder ihn an. Oh Gott. So. Läuft doch gut. Wäre der Ausgang von dieser Ebene nicht schlecht. Ich möchte ihn nicht komplett machen. Das sind Scheißgegner. Wenigstens keine Stunner, nur Fallenleger. Also verlangsamer Gegner. Aber diese kann man zum guten Glück gut ausweichen. Ah, jetzt. Der Ausgang aus dieser Ebene. Ah, kommen noch Gegner. Noch nicht. Ja, aber nicht verlangsamen, bitte. So, jetzt hoffentlich besser gegen die Skelette, habe ich gesehen. Einen Gürtel. Oh, wir sind schon wieder vorne. Noch eine Elite. Nur Streu im Winde. Oh. Eine fette Kiste. Meine Tasche ist voll. Ich muss zurückkehren. Mag ich nicht. Die mag ich nicht. Ah ja, da. Da ist besser. 11. Cool. Ja, stark. Plus 59 bis 101 Schaden. Und aber kein Life Leech. Nehmen wir mal mit. So viele Barbarengürtel, wie wir finden, könnten gleich wieder einen Barbar machen oder ihn weitermachen. So, da oben ist das Gute für die Rares. Und jetzt gehen wir wieder durchs Portal. So, Boxerprägung nehmen wir natürlich mit. Überall Knochenteile auf dem Boden. Ist hier eigentlich kein Elite oder Champion? Ah, mal ein bisschen warten. So.
Gute Duschvorrichtung. Oh, was, ey? Oh Gott. Shit. Das ist mal heftig gewesen. Es sprüht Knochen. Knochen gesprüht. Oh. Ein Laserbutton. Und schon ist fertig. So, also machen wir Kopfgeldaufträge. Schauen wir mal, was wir denn als Boss haben. Königin Arane. Machen wir die. Ah, oh, kommen schon Champions. Wir brauchen eben den Ring, den es als Hauptbelohnung gibt. Also als Sonderbelohnung ab und zu. Ab und zu. Sehr selten, leider. Ich benötige mehr Zorn. Nur Geduld. Und dann möchte ich gerne wissen, was man in Akt 5 bekommt. Naja, Akt 5 habe ich wahrscheinlich sogar schon am wenigsten gemacht, ja. Danke schon. Da weiß ich es noch nicht. Bei einem, glaube ich, Akt 3 bekommt man ein Schild. Das interessiert mich jetzt weniger. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon. Wenn es das runde Schild ist, weiß ich es jetzt nicht. Und sonst bin ich mir gar nicht mehr sicher. Weil ich mir eigentlich nie so die Gedanken darum gemacht habe. Weil nur der Akt 1 Ring eigentlich so OP ist. Das sind viele erzählen. Darüber reden viele darüber. Und den habe ich ja auch schon, aber leider nicht so gut. Der muss besser werden. Und dann der Höllenfeuerring, aber der scheint auch nicht mehr so gut zu sein, dass man ihn farmen geht. Dafür brauche ich aber noch, was brauche ich dafür noch? Ah, die Splitter, die Schlüsselsteine. Genau. Dann müssen wir mal auf die Jagd gehen, auf diese Schlüsselwächter. Aber nicht auf normal, da ist die Chance viel zu gering, dass die droppen. Nicht verreisen, bitte. Nur Geduld. Ja, wo ist mein... Wo ist der hin? Ich brauch doch mein Rare. Ach komm schon, ey. Es ist wieder ein Bug, das ist kein Rare schon. Hallo. Okay, dann gehen wir weiter.
Ja, genau das Wort. Das war inspirierend. Natürlich war das inspirierend. Ich bin immer inspirierend. Da oben waren wir noch nicht. Oh, noch ein Brunnen. Yeah, wir haben es geschafft. Wir sind am richtigen Ort. So, Arane. Die kommt sofort. Und haut auch sofort wieder ab. Komm. Und jetzt haut sie wieder ab. Und da hat sie nicht ab. Ah, sie kann nicht abhauen. So viel Damage gemacht. So, das nächste. Ah, Felder des Elends. Dort suchen wir jetzt einen Schlüsselwächter. Schlüsselwächter. Genau. Here's party. Noch nicht. Diese tote Dorfbewohner, nein, hat nichts. Diese? Nö. Die haben nichts, die sind völlig pleite. So ein Wallkrähennest. Hier ist ein Event. Kommt man hier rein? Hier oben irgendwo. Ich glaube, ich weiß, welches Event das ist. Ja. Vollkrähenalarm. Genau. Vollkrähen. Mäh. Der Aashellhof. Aha. Töten, vernichten. Töten. Zerstören. So. Ah, Krise. Die Eillieferung ist da. Jetzt haben wir hier irgendwo noch einen Gang nach oben. Wo ist er? Da. Irgendjemand lebt hier. Die Händlerin ist hier. Hast du immer ein kleines Eventchen. Und die Händlerin ist natürlich das
beste Event. Aber sie hat nie etwas Anständiges dabei. Nur Grüße. Macht euren Frieden jetzt. Noch nicht. Sind das hier viele Gegner? Aber auch geschafft. Aber wo ist der Schlüsselwächter, wenn man ihn braucht? Überall kommen sie raus hier. Blitzen, wir blitzen ein bisschen herum. Ich brauche auch den Schlüsselwächter zuerst. Könnte noch sein. Hallo, der droppt auch nicht. Ah, da ist noch ein. Komm raus. Ah, so einer, der nicht rauskommen will. Ja, komm doch endlich raus. Endlich, ey. Gott, bist du lange unter der Erde gewesen. Dankeschön für den Gürtel, aber den brauche ich nicht. Wo ist mein Legendary? Komm schon. Die Droprate spackt manchmal extrem herum. Da kommen wieder 3, 4 auf einmal. Schlüsselwächter, komm jetzt bitte. Oh Gott. Da ist er. Noch nicht. Waldwesen sind Halbtotwesen. Und Schlüsselwächter sind. Fragezeichen. Was reimt sich von Anwächter? Schusselwächter. Schusselrächer. So, dann kriegen wir das Paragon-Level in diesem Tempel, in diesem Dungeon hier.
Zerfallene Krypta ist das. Aha. Hier haben wir recht viele für Items gesucht. Jetzt ist es aber nicht mehr so ertragsreich. Aber ein Besuch für einen Kopfgeldauftrag allemal wäre. Hallo Zombie. Diese Trash-Gegner, hey Gott, oh Gott. Peng, sind sie tot. Peng. Kotzgrubengeister. So, Dalle. Wir haben hier noch Säge an den Wänden. Gehen wir mal zuerst unten durch. Was ist denn hier? Ja. Das brauche ich nicht. Aha. Hallo. Wie geht's dir, Schatzgoblin? Hast du dich sehr gut erholt? Scheinbar nicht, bist schon tot. Ja, dann sollen sie kommen. Vater, Mutter, Kind, geh weg, Mutter. Ja, du mich auch. Ich bin überlastet. Ja, kann so viel nicht tragen. Ich gehe mal zurück. Ja, dann mache ich kurz hier einen Part und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part auch wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann.